Ja, das ist wieder eine Textaufgabe, die kommt manchmal bei mir vor. Ich packe die am liebsten immer auf diesen Schluss, weil da nochmal alles drin vorkommt. Eine Zahl multipliziert mit der vierten Wurzel und dem Quadrat derselben Zahl wird durch sein Quadrat geteilt. Dabei soll der Wert 32 entstehen. Um welche Zahl handelt es sich? Also, gehen wir es mal durch. Eine Zahl x, die nenne ich einfach x, multipliziert mit der vierten Wurzel von diesem x und multipliziert auch mit derselben Zahl eben zum Quadrat. Geteilt durch sein Quadrat x Quadrat, also hier, ist gleich 32. So, jetzt habe ich sozusagen den Text erstmal in diese Gleichung reingepresst. Und normalerweise würde ich sagen, okay, das Einfachste ist jetzt, ich streiche einfach x Quadrat mit x Quadrat, dann habe ich das beides gekürzt. Ich möchte dir hier aber nochmal die ganzen Potenzrechengesetze zeigen und deswegen gehe ich einen etwas anderen Weg, der aber auch natürlich zum Ziel führt. Erstmal dieses x hier oben im Zähler, das bekommt von mir jetzt erstmal eine 1, dass wir wissen, über welche Potenz wir sprechen, mal, und dann haben wir hier x hoch 1 Viertel, haben wir sozusagen aus der Wurzel eine Potenz gemacht, und mal x hoch 2. Das Ganze teilen wir durch x hoch 2 ist gleich 32, aber wir rechnen jetzt einfach erstmal mit der linken Seite weiter. Die 32, die klammere ich mir jetzt erstmal aus, so, um hier ein bisschen Platz zu sparen. Jetzt haben wir hier überall dieselbe Basis im Zähler, das heißt, wir haben hier x, 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 das heißt, wir können das alles plus rechnen. X und dann die 1, das wären theoretisch 4 Viertel. Plus 1 Viertel, plus und die 2, das wären 8 Viertel. Und das teilen wir durch 6x hoch 2. Formen wir das auch mal in Viertel um, dann haben wir hier x hoch 8 Viertel. Dann haben wir jetzt hier unsere nächste Zeile. X hoch 4 Viertel und 1 Viertel, das sind 5 Viertel und 8 sind 13 Viertel. Also x hoch 13 Viertel geteilt durch x hoch 8 Viertel. So, das ist jetzt erstmal sozusagen der Stand, zu dem man auf jeden Fall kommen sollte. Jetzt kommt das nächste Rechengesetz. Dadurch, dass die Basen in Zähler und Nenner gleich sind, darf man die Exponenten subtrahieren. Also kann ich hier rechnen, x hoch 13 Viertel minus 8 Viertel. Und das sozusagen jetzt zu einer Potenz hier zusammenfassen. Das ist gleich 13 minus 8, sind wir wieder bei 5 Viertel. Da müsste, ne? Ja. Genau. X hoch 5 Viertel. Und das ist laut Aufgabe gleich 32. Jetzt packen wir uns hier die 32 wieder hin und jetzt haben wir hier quasi unser noch nicht Ergebnis, aber unsere Stufe, von der wir jetzt weiterrechnen wollen. Und jetzt kommt ein weiteres Rechengesetz dazu, was so ein bisschen schwieriger zu verstehen ist. Ich möchte ja immer das x freistellen. Das heißt, das x soll auf der einen Seite alleine stehen. Wie schaffe ich das hier? Ich habe eine Potenz 5 Viertel. Die löst sich nur dann zu 1 auf, denn ich möchte ja gerne x hoch 1 hier stehen haben, beziehungsweise einfach x, weil die 1 kann man im Exponenten ja weglassen. Die löst sich nur dann auf, wenn ich beide Seiten mit der Potenz 4 Fünftel bearbeite. Denn wenn ich das mache, dann löst sich die 5 Viertel und die 4 Fünftel löst sich zu 1 auf, denn man multipliziert ja laut Potenzrechengesetz. Wenn man zwei Exponenten hat, multipliziert man die miteinander und 5 Viertel mal 4 Fünftel wäre dann 1. Also habe ich x ist gleich 32 hoch 4 Fünftel. Ja, und das muss man jetzt nur noch ausrechnen. Das ist tatsächlich gleich 16. Das ist so ein bisschen schwer zu machen. Da kann man natürlich ausprobieren. Aber ja, dass hier 16 rauskommt, kannst du gerne mit dem Taschenrechner nochmal überprüfen. So, das war's jetzt mit dem kompletten Thema Potenzrechengesetze. Wir schauen jetzt in den nächsten Abschnitten, also in Abschnitt F, schauen wir mal wieder so ein bisschen auf Stochastik und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Weil hier die Wahrscheinlichkeiten in jedem Pfad sozusagen hier gleich bleiben. Jetzt gehen wir aber mal einen Schritt weiter, denn wir wollen natürlich noch eine weitere Situation uns angucken. Gestern wurde mir ein Kartentrick gezeigt. Ich konnte aus einem Skatblatt mit 32 Karten 4 Karten ziehen. Es war viermal nacheinander ein Bube. Und die Wahrscheinlichkeit ist doch total gering, oder? Also, Steffen wurden Karten.